Viel Neues konnten sie noch nicht vorlegen, die verschiedenen Beteiligten der EU-Studie zum Donauausbau. Den Vertretern von Bund, Freistaat und der sogenannten Monitoring-Gruppe, bestehend aus Umwelt- und Wirtschaftsverbänden, war es vor allem wichtig, überhaupt einmal in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ja, wir sind der Auffassung, dass in der Presse relativ viel berichtet wird über den Donauausbau, aus unserer Sicht aber doch etwas sehr lastseitig seitens der ökologischen, der Umweltverbände und der Naturschutzverbände. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie etwas Falsches berichten, nur wir sind meiner Ansicht nach verpflichtet, die Öffentlichkeit auch über die vom Staat organisierten Untersuchungen zu informieren. Der Bund Naturschutz fordert seit langem, die Rhein-Main-Donau-Gesellschaft von der Studie auszuschließen. Laut BN habe diese ein wirtschaftliches Interesse an einem Ausbau mit Staustufen und könne die Untersuchungen deshalb zu ihren Gunsten beeinflussen. Die Verantwortlichen der Studie sehen das anders. Die RMD hat erstens, so wie der Prozess gestaltet ist, und zweitens, wie auch am Ende die Entscheidung aussehen wird, wirklich keinen Einfluss darauf, wie die Maßnahme letztendlich durchgeführt wird. Ich habe unseren Naturschützern geschrieben, ich habe dafür Respekt, was sie denken, aber ich denke anders. Denn die RMD ist eine außerordentlich komplexe Organisationsstruktur bei uns eingebunden. Sie haben es ja gehört. Bundesbehörden, Landesbehörden, Umweltbehörden, Wirtschaftsbehörden. Und in diesem Bereich ist für die RMD nur wenig Spielraum, sagen wir, wenn sie denn wollte, sozusagen ein eigenes Ding zu machen. Die Untersuchung zum Donauausbau läuft mittlerweile seit rund einem Jahr. Und auch wenn sie erst Ende 2012 endgültig abgeschlossen sein wird, erste Ergebnisse wollen die Verantwortlichen bereits in ein paar Monaten vorlegen. Wir werden also schon erste Ergebnisse Ende 2011 anbieten können. Wir haben auch vor, diese Ergebnisse dann der Öffentlichkeit vorzustellen. Stichwort ist hier Transparenz, nicht im verdeckten Arbeiten und dann überfallartig auf den Bürger zu stürmen und ihn vor veränderte Tatsachen stellen. Wir wollen versuchen, dass der Bürger mitbekommt, wie untersucht wird, wer untersucht und welche Zwischenergebnisse auch zur Verfügung stehen. Das wird so gegen Oktober 2011 auch möglich sein. Ich denke, das Interesse der Öffentlichkeit auch der Nachfragedruck der Medien wird sicherlich so sein, dass wir sukzessive mit den Ergebnissen rauskommen bzw. die präsentieren, sobald sie vorliegen und bewertet sind. Die Informationen sollen fließen. Das der Tenor der Veranstaltung am Dienstag im Straubinger Gründerzentrum. Wie lange die Donau noch so fließt wie jetzt, das entscheidet die Politik dann Ende kommenden Jahres.